So, Telefonat ist erledigt. Wir sind wieder zurück und haben mit diesem Block da hoffentlich auch wieder einen, der uns mit Hochgeschwindigkeit zum Eingang zurückbringt. Und dem ist auch so ausgezeichnet. Naja, auch wenn er uns nicht ganz bis zum Eingang zurückbringt. Oh Gott. Ah, oh, boah, zum Glück war da eine Plattform. Oioioioio, so. Fehlt eigentlich nur noch, dass beide nach oben gucken. Und dann haben wir die alle. Und ich habe irgendwie so das Gefühl, hier kommen wir auch wieder zu einem Schlüssel oder sowas. Würde mich doch nicht so sehr verwundern. Ah ja, eine Truhe. Was könnte da wohl drin sein? Ein Schlüssel. Welch wundersame Offenbarung. Ja, gut. Okay, ich schätze mal, wir brauchen diese ganzen Schlüssel irgendwo hier. Jetzt will ich wohl nicht vermeiden lassen. Nee, ich denke mal, wir können jetzt da zum Anfang zurückgehen. Da war ja eine Tür, die verschlossen war. Mit so einer Maske da in der Wand war das noch. Das weiß ich noch. Und das war ziemlich beim Anfang. Da sollten wir jetzt wieder hin zurückgehen. Mal zwischendurch speichern, falls mal wieder mein Energieverbrauch in ungeahnte Höhen. Ungeahnte, doch höchst nicht unwahrscheinliche Höhen vordringt, um es mal so auszudrücken. Und ja, da wusste ich mir jetzt irgendwie auch nicht anders zu helfen. Naja, gut. Zumindest den Weg zum Anfang weiß ich noch. Oder haben wir eigentlich schon nach? Ne, ach, hier tut sich gar nichts, ne? Ja, noch ganz am Anfang mal nachgeguckt. Ne, hier tut sich nichts. Wenn das Auge da auf ist, na okay. Kam mir jetzt gerade noch mal so in den Sinn. Also schauen wir mal auf der anderen Seite nach. Hier schon alle Möglichkeiten durchprobiert haben können. Können kann, ach egal. Ich gehe jetzt zurück zum Anfang. Ist mir auch Banane jetzt. Ich denke mal, da müssen wir eh hin. Ich glaube, das hatten wir auch schon letztes Mal probiert. Da sind wir auch schon bei der Tür. Und da ist etwas anders an dieser Tür. Ja, ich kann sie nicht öffnen, selbst nicht mit vier Schlüssel. Okay, das ist jetzt ein Problem. Haben wir denn vorher irgendwo was übersehen? Oder war da bei diesen beiden Türen da doch noch irgendwie was? Ich schaue erst nochmal hier vorne nach. Das ist jetzt im Moment, da wünscht man sich von diesen Dungeons vielleicht eine Karte. Okay, schauen wir hier nochmal, ob hier nicht doch noch eine Schlüsseltür oder sowas war. Ja, da ist noch eine Schatztruhe auf jeden Fall, aber kommen wir da ran.
da vielleicht, wo was drin ist, was uns da weiterhilft? Hier waren wir auch schon mal, oder? Ah, jetzt kommen wir hier wieder beim Eingang los. Ah ja, hier war dieses Wasserbecken, wo wir nicht durchkommen. Ich glaube fast mal, wir müssen durch dieses Wasserbecken durchkommen, damit wir an diese Truhe da rankommen. Was im Umkehrschluss wieder irgendwie bedeutet, vielleicht können wir das Wasserbecken unter Strom setzen. Ja, es tut sich nichts. Das funktioniert so nicht. Scheiße. Das, ja, das war jetzt der Weg, der uns hier weiter in den Dungeon führt. Und hier ging's. Ja, das war, glaube ich. Ja, das war der Eingangsbereich. Ah, okay, dann müssen wir nochmal da an der anderen Stelle die Türkombination durchprobieren. Bleibt uns, glaube ich, nicht viel anderes übrig. Da müssen wir da wohl irgendwo was übersehen haben. Ach du Scheiße. Das, was passiert war anscheinend, wenn man zu freudig ist. Wenn man nicht doch nochmal da oben langgucken will. Aber wer sollte auch ahnen, dass man mit Schlüsseln keine Schlüsseltür, mit sogar vier Schlüsseln keine Schlüsseltür öffnen kann. Wer kann sowas schon ahnen? Ich bin mir sicher, wir müssen irgendwie was mit dieser Maske da machen, denn die ist ja nur bei dieser Tür da jetzt zu finden. Irgendwie was finden müssen oder so? Bleibt uns ja nicht viel anderes übrig. Hier absolut an irgendwo einmal einen Durchgang oder was dergleichen ist. Ja, hier wird wohl kaum einer versteckt sein. So. Ich habe schon mal beide Augen zu probiert. Ich weiß es jetzt im Moment gerade echt nicht. Dann mal durch die linke Tür hier. Nein. Ach. Egal. Ich schau mal nach, ob sich das hier hinten mal irgendwie auswirkt. Anscheinend nichts mit dieser Maske da zu tun. Dass wir die irgendwie in einer bestimmten Kombination einstellen müssen, oder? Ist das sprengen? Nee. Haben wir auch nicht wirklich was, was uns da weiterbringt. Nee, dann ja, probieren wir es tatsächlich nochmal mit den Türen da oben irgendwie. Die haben anscheinend auch keine Auswirkungen auf die da unten.
bald die Option ausziehen. Oh, mir fällt da noch eine andere Sache ein. Eigentlich, wir haben auch noch nicht durchprobiert, bei diesen zwei Augen, die wir da separat auch einstellen können in die vier Richtungen, wo die ganzen Schlüssel her haben, werden wir hier so eine Art Schatzkammer finden, okay? Vielleicht auch was drin sein, was uns diesen Dungeon weiterbringt, also nicht nur Geld. Anscheinend nicht. Ja, zurück zu dieser Tür da mit diesen. Achso, ne, wir waren hinter dem Busch da oder Gewächs da, das an der Decke war. Und ey, ich muss hier sonst auch nichts. Ja, auf jeden Fall in dem Raum. Vielleicht sollten wir uns da nochmal umsehen. Vielleicht. Wir haben da gar nicht probiert, ob wir die Tür da. Ob sich die Tür da nicht auch öffnet mit anderen Kombinationen, als wenn wir die beiden Augen in die gleiche Richtung gucken lassen. Könnten wir gleich auch nochmal einen Angriff nehmen. Ansonsten, wenn das nicht funktioniert, stehe ich irgendwie auf dem Schlauch, muss ich sagen. Und hier waren wir eigentlich auch schon mal, oder? Kann man irgendwo spinnen, oder ist das nur ein Raum, der genauso aussieht? Nur keine Spinnen drin hat. Ah, ne, ja, hier waren wir schon. Scheiße. Naja. Sehe ich jetzt sonst nicht viel andere Optionen. Naja. Jetzt war die geschlossen. Okay. Dann sollten wir da nicht weiter können. Und zu diesem anderen Raum hinkommen. Ja. Müssen wir dann leider auch nochmal wieder hier durch. Weiß auch nicht so recht. Egal. Ah, scheiße. Jawohl. Ja, diesmal haben wir es ohne Schaden geschafft. Ja, die eine Grube da halt. Na, ah, was soll's. Zumindest ohne Schaden, als wir. Ja, okay, wir haben Schaden, genau. Und ich hätte mir hier vielleicht ein bisschen Energie übrig lassen sollen. Nicht beim letzten Mal alles mitnehmen sollen, als ich volle Energie hatte. Naja, wie dem auch sei, wir sind jetzt hier bei diesem Raum und da haben wir sogar noch was übrig gelassen. So. Das war. Oh, Tatsache. So, wenn die sich so aneinander anstarren, so schielend quasi, finden wir eine Tür mit einem Schlüssel. Und zum Glück haben wir ja vier. Und wir können diese Tür sogar mit unserem Schlüssel öffnen. Und wir finden noch eine. Wahnsinn, wenn das jetzt nicht zufällig vier Schlüsseltüren wären, für die wir diese vier Schlüssel gesammelt haben. Ich hoffe nur, es ist keine fünfte. Das würde mich jetzt sehr ärgern. Genauso ärgert es mich, dass hier nirgendwo Lebensenergie drin ist. So, und wir finden vier Statuen, mit denen wir irgendwie nichts machen können. Nee, heißt das vielleicht? Oh, nee,
müssen wir uns merken, wie die ausgerichtet sind? Oder müssen wir die mit den Statuen woanders ausrichten? Oder hier irgendwie, weiß ich nicht mehr, nee. Das Beste, worauf ich jetzt komme, ist, wir müssen da irgendwo was anderes mit dem machen. Naja, wir haben ja noch wieder jetzt, dank unserer neuesten Entdeckung, ein paar Kombinationen übrig. Also war oben links, links oben. So abwechselnd ausgerichtet. Sollte ich hinkriegen mit meinem von Alzheimer geplagten Gedächtnis. Ja, so, wenn die auseinander gucken, da gibt es auch noch was. Dann gibt es bestimmt auch noch was, wenn die nach oben und nach unten schauen. Und? Welch ein Zufall. Wir finden hier 4 Statuen. So. Die musste nach oben, links. Und die da noch nach links. Jawohl. Tatsache, wir mussten die so ausrichten, wie die da vorhin abgebildet waren. Und diese Musik klingt nach Brunnen. Das ist quasi Musik in meinen Ohren. Das heißt, wir finden hier endlich eine Fähigkeit, die uns hoffentlich unter Wasser weiterbringt. Da ist der Brunnen. Wer nähert sich meinem magischen Brunnen? Wir sind es. Das dritte Mal jetzt. Ich spüre eine rastlose Energie tief in dir. Bündele deine Leidenschaft und erlaube der Magie Form anzunehmen. Das tun wir und wir verwandeln uns in eine Meerjungfrau. Wir haben den Meerjungfrauentanz erlernt. Tanzknopf gedrückt halten und lass ihn los während der dritten Bauchtanz-Animation, um dich zu verwandeln. Ja. Der Meerjungfrauentanz wird es dir erlauben, die Ozeane zu erforschen. Ja. Ozean zu erforschen. Sehr schön. Dann wollen wir das doch auch gleich mal ausprobieren. Nummer 2 und Nummer 3. Jawohl, ja. Chantiel, die Meerjungfrau, sind wir jetzt quasi. Und sehen definitiv hübscher aus als die anderen Meerjungfrauen. Und da sehen wir eine Truhe. Okay, wir kommen da so nicht zurück. Naja, war ja fast zu erwarten. Denn natürlich, wie das in jedem Metroidvania-Spiel ist, wenn man eine neue Fähigkeit erlangt, dann darf man die auch meist im selben Raum nochmal ausprobieren. Aber hier geht es auch nirgendwo durch die Wand. Ich habe irgendwie so ein Gefühl, dass in der Truhe auch was drin ist, was uns vielleicht bei dieser Tür unten da weiterhilft. Ah ja. Da kommen wir nicht durch. Ah, okay. Brauchen wir da vielleicht diese Fähigkeit, so eine Zusatzfähigkeit, die wir auch schon bei den anderen beiden Verwandlungstieren gefunden haben. Denke mal, dass wir damit dann irgendwie das zerstören können oder so. Naja, sehen wir erstmal hier weiter. Klappen das auf oben und unten und stehen plötzlich Kopf mit einer Truhe mit Marmelade. Da hätte ich jetzt eigentlich fast lieber was gekriegt, was uns hier irgendwie weiterbringt. Na, obwohl wir haben ja noch dieses eine Becken da ganz am Anfang, fällt mir da ein, wo wir jetzt durch können dank unserer Meerjungfrau Power. Also nichts wie hin dort. Erstmal natürlich speichern. Dann kommen wir auch hoffentlich an diese Truhe, wo wir irgendwie was finden, was diese Tür mit der Maske da öffnet. Ah, ja. Ach, scheiße, da. Ja. Müssen wir wieder Schaden nehmen. Irgendwie weiß ich nicht, wie ich da sonst lang komme.
Naja. Gut. Da sind wir. Naja, aber ich denke mal nicht, dass wir. Da brauchen wir irgendwie was, denke ich mal. Und das finden wir hoffentlich da am Anfang durch dieses. Und jetzt klingelt das Telefon schon wieder. Ja, sorry, muss eben ran.